Good to see you. Hi. How you doing? This, it doesn't matter anymore, buddy. We've been doing this on your show for so long. Wir haben das jetzt schon so oft gemacht auf der Show. Ich freue mich einfach hier zu sein. Es macht einfach Spaß zu sehen, dass die Fans immer noch hier sind, so wie man es kennt. Superman tonight, meet your Supergirl tonight. That's right, a real Superman. Genau, ein richtiger Superman ist hier. Du bist Fußballfan, einer der wenigen. Du hast zwar eine Footballmannschaft, aber Soccer interessiert dich auch. An American football team. Ja, ein amerikanisches Fußballteam, ja. And it's that time of year now where everybody's excited about it. Und jetzt ist gerade die Zeit, wo jeder sich sehr interessiert für den amerikanischen Fußball, den Football. Hast du Gitarre mitgebracht? Möchtest du ein bisschen was vorspielen? Ich will immer irgendwas vorspielen, aber ich glaube, ohne Strom bringt das nicht viel. Ich habe die mitgebracht für eine Wohltätigkeitsveranstaltung für Haiti, wo wir 20 Millionen, wir haben letzte Woche 20 Millionen Euro zusammengebracht. Die ganze Welt muss sich jetzt wirklich zusammenfinden, um den Menschen zu helfen. Ich dachte mir, wenn man diese Gitarre hier mitbringt, kann man die hier vielleicht versteigern und so ein bisschen Geld verdienen. Das ist eine super Idee, ist das? Ja. Das machen wir gerne bei uns über das Internet. Also hier. Und ich glaube, das ist Mario und Heidi. Also, ich meine, wir kriegen bestimmt irgendein schönes unterschiedliches Trikot von dir. Fußballschuhe von Mario, Heidi, was kann man von dir ohne Probleme hinter da lassen? Die schön putschen hier oder gerne. Sowas? Gerne. Also, am Ende der Sendung machen wir ein Häufchen. John Bon Jovi ist Gitarre, Heidi ist Poetchen, unterschrieben mit ihren Dingens, die Schläppchen hier und von Mario ein schönes Fußballschuh. Ja, gut. Ja. Eine schöne Jacke. Ja. Your jacket. Okay, genau. Okay. Okay. It's in there. Gut. I know you're going to be sad when you're in that jacket. Das wirst du wahrscheinlich noch bereuen. Du wirst wahrscheinlich versuchen, die wieder zurückzukaufen. Ich muss das selber steigen. Ja, es ist kaum getragen, ein bisschen reingeschwitzt und das war es dann schon wieder. Aber naja, da geht es hin. Aber dir deine Fußballschuhe tun ja auch leid. Hergeben. Aber gerne. Ja, aber einmal drin gespielt, sonst hat es ja keinen Sinn. Ja, natürlich. Ihr spielt gegen Italien, glaube ich, irgendwann. Der nächste Spiel, das muss Heidi, der muss das dann Michelle wissen. Ist nicht irgendwie? Ich glaube, Argentinien. Argentinien, naja, aber zumindest in die Richtung. Gut. Dachte irgendwie, nicht Juventus oder Dings? Ah, Florenz. Florenz? Mit Bayern München. Mit Bayern München. Ne, davon rede ich doch. Ja, ich habe gedacht, Nationalmannschaft. Ich war ganz daneben. Nein, für mich bist du Bayer jetzt endlich doch. Jetzt endlich. Ja. Wir haben ja gehofft, dass du noch ein bisschen bleibst, weil wir dich als Dolmetscher brauchen. Du bleibst doch noch ein bisschen, weil deine Kollegin jetzt von dir kommt. Also Heidi hast du sicher privat schon getroffen. Habt ihr schon mal irgendwo begegnet? Ja. Ja. Ich bin auch bei einem Konzert gewesen jetzt letztens in Miami. Das war super. Super. Und jetzt kommt eine junge Frau, die du sicher auch kennst. Wenn nicht privat, dann doch vom Kino. Und dann fühlst du dich als Amerikaner nicht so alleine. Du bist ja schon halb Deutscher. Und die haben dich ja schon fast adoptiert hier in Deutschland. Du siehst auch immer deutscher aus, muss ich sagen. Ja. So, mit einem gewissen Stolz spreche ich jetzt von Oscars. Jeder freut sich, wenn er mal einen Oscar-Gewinner präsentieren darf. Noch schöner ist es, wenn